Eine Schubkarre enthält eine Last von 1200 Newton, die in einem Abstand von 30 cm von der Radachse entfernt liegt. Die Griffe befinden sich 1,5 Meter von der Radachse entfernt. Welche Kraft muss man aufbringen, um die Schubkarre anzuheben und um sie im Gleichgewicht zu halten? Angegeben werden diese Last F1 von 1200 Newton, dieser Hebelarm L1 von 30 cm, das heißt 0,3 Meter. Angegeben wird ebenfalls dieser Hebelarm von 1,5 Meter. Gefragt wird die Stärke dieser Kraft F2, Stärke, die wir in Newton ausdrücken. Um diese Kraft herauszufinden, wenden wir das Hebelgesetz an, das besagt, Last mal Lastarm gleich Kraft mal Kraftarm. Und dieses Hebelgesetz führt sofort zur Gleichung 1200 mal 0,3 gleich F2 mal 1,5, woraus wir schließen, dass F2 240 Newton beträgt. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also F2 gleich 240 Newton.